spüren unsere Fußsohlen auf der Matte und beginnen auf dem Platz, walking on the spot, zu marschieren. Rollt schön ab, die Arme schwingen dazu. Ihr könnt auch gerne das Becken ein bisschen mitnehmen, auch wieder so mehr in die mehrdimensionale Bewegung reingehen. Noch einmal den Brustkorb mitnehmen. Und dann senken wir beide Füße, nehmen die Arme über die Seite nach oben, dehnen uns nach oben hinauf und in der Ausatmung beugen wir die Beine und führen die Hände Richtung Unterschenkel. In der Einatmung zieh dich wieder nach oben, mach dich lang und in der Ausatmung beug dich wieder. Achte bitte darauf, dass wenn du den Oberkörper beugst oder die Beine beugst, dass der Oberkörper ruhig bleibt. Das war jetzt ein freudscher Versprecher. In der Einatmung strecken wir uns durch, Rücken bleibt in der physiologischen Krümmung. Und wir beugen nur die Beine. Einatmung strecken. Ausatmung tief. Und ein letztes Mal. Einatmung strecken. Wir falten die Hände vor der Brust, verschränken die Finger ineinander und schieben die Arme aktiv vom Körper weg. Machen die Brustwirbelsäule rund. Bleiben hier ein, zwei Atemzüge. Ihr lenkt jetzt bitte die Aufmerksamkeit zwischen eure Schulterblätter. Ihr wollt euch zwischen eure Schulterblätter breit machen. Zieht die Hände noch etwas nach vorne. Stellt euch vor, es zieht euch jemand und eure Schulterblätter hinten streben noch etwas auseinander. In der nächsten Einatmung bringt ihr die Arme hoch zur Decke und jetzt ziehen wir die Schulterblätter oder die Schulter gehört so weit nach oben, dass es schon richtig unangenehm wird. Legen, lösen die Hände über die Seite und lassen die Arme ganz entspannt nach unten sinken. Jetzt hätten wir oben Platz und Raum geschaffen. Jetzt führen wir die Hände hinter unseren Körper. Auch wieder die Finger ineinander verschränkt. Ziehen die Hände nach unten, so weit wie es für euch möglich ist. Wichtig ist, dass ihr im Schultergürtel jetzt da nicht kompensiert und nach vorne fallt, sondern dass die Schlüsselbeine weit sind. Die wollen lächeln. Die Handflächen zeigen zur Decke, Daumen zum Gesäß und jetzt geh mit deinen Armen so weit und sanft zurück, wie es dein Schultergelenk zulässt. Wenn du viel vorm Schreibtisch sitzt und viel Arbeit machst, die was nach vorne ausgerichtet ist, ist das jetzt die perfekte Übung für dich. Mach diese auch zwischendurch wieder mal, weil es öffnet dich vorne, dehnt dich wunderbar auf. Jetzt bleib auf einer Position, wo du das Gefühl hast, perfekt, da kann ich noch ein bisschen rein pulsieren, ohne dass ich Schmerzen habe. Das Pulsieren, das geht wirklich von deinem Schultergelenk aus und nicht vom Oberkörper. Das ist schön, wirklich achte darauf, dass die Bewegung über das Schultergelenk durchgeführt wird. Versuch noch die Hände hinten zu halten, beug deine Beine. Komm mit deinem geraden Oberkörper nach vorne. Du bildest mit deinem Oberkörper fast einen Tisch. Und jetzt nimm die Arme nach oben. Jetzt fällt der Oberkörper nach vorne runter. Die Arme, die streben nach oben, soweit deine Anatomie vom Schultergürtel zulässt. Die Beine dürfen gerne gebeugt bleiben. Schüttle hier den Kopf aus. Jetzt kommt ein Kran, hakt sich an deine Handflächen fest und zieht deine Hände etwas nach oben. Jetzt spannst dich vorne nochmal so richtig auf. Bitte jeder nach seiner Beweglichkeit arbeiten. Wenn ihr da unten seid, auch okay, dann zieht dich halt der Kran nach hinten. Ganz egal. Jeder geht dorthin, wo er sich jetzt wohlfühlt, ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und trotzdem sollte man sich hier nicht überfordern. In der nächsten Ausatmung beugen wir unsere Beine. Lösen hinten die Hände, wir bleiben in der Beuge, legen die Hände auf unserem Oberschenkel ab, die Finger zeigen zueinander und Ellbogen auseinander. Wir bleiben in dieser Hocke und federn da ein bisschen rein. Die Knie streben nach vorne, jetzt lenk deine Aufmerksamkeit auf deine Füße.
Achte darauf, dass wirklich Großzehenballen, Kleinzehenballen und hinten die Ferse einen guten Kontakt haben. Das Gewicht ist schön gleichmäßig auf diese drei Punkte verteilt und du solltest schon langsam deine Oberschenkel spüren, wie sie etwas heißer werden. Das heißt, Oberschenkelmuskulatur arbeitet. Wenn möglich, bleib in dieser Hocke, nimm deine Arme nach hinten, parallel zu deinem Körper. Deine Finger sind gespreizt, du schiebst die Hände nach unten Richtung Becken. Jetzt ist es möglich, sollte auch so sein, dass du die Rückenmuskulatur, nämlich ganz genau genommen die kleinen tiefen Multifiden unter anderem, spürst. Wenn du diese nicht spürst, könnte es sein, dass du einen Rundrücken machst. Ja, also schau, dass du wirklich so ein bisschen dein Gesäß nach außen schiebst, dass du so ganz leicht ins Hohlkreuz gehst und dann springen diese kleinen Multifiden aktiv an. Sobald du die Lendenlordose auflöst, sind sie passiv. Also achte wirklich drauf, wenn du da hinten was spürst, ist es okay. Wahrscheinlich brennen jetzt die Oberschenkel. Ich erlöse dich aus dieser Position. Drück dich nach oben aktiv, nimm die Arme mit in der Einatmung. In der Ausatmung machen wir wieder 4 Kniebeugen. Einatmung hoch, Ausatmung tief. Achtung, jetzt hebe ich meine Fersen, komm in der Einatmung hoch und wenn wir tief gehen, senke ich meine Fersen. Wenn es nicht geht, dann mach es nur mit einem Fuß. Auch okay. Und wenn du dich gut fühlst, mach es mit beiden Füßen. High Heel and Ballerinas. Fersen heben und wieder senken. Ein letztes Mal nach oben kommen, Fersen heben, senken. Und jetzt gehen wir von der Position ein bisschen mehr in die Grätsche. Möchte jetzt etwas eure Hüften öffnen, gleichzeitig mobilisieren und auch die Muskelkette dazu kräftigen. Ihr schiebt, ihr habt die Knie und die Füße nach außen gedreht. Wenn ihr das Gewicht nach rechts und nach links verschiebt, dann sollte die Kniescheibe immer so über den zweiten Zehen gehen. Oberkörper ist nicht ganz gestreckt, sondern so ganz leicht nach vorne gebeugt, aber in der schönen Krümmung der Wirbelsäule. Also keinen Rundrücken machen, schauen, Brustbein strebt nach oben und immer noch hin und her bewegen. Jetzt bleiben wir in der Mitte. Wer das Gefühl hat, puh, das wird mir jetzt zu viel, geht einfach mal kurz aus der Position raus. Die, was noch dabei bleiben wollen, bleiben natürlich tief gehen, vielleicht noch etwas tiefer. Und wir federn uns da wunderbar rein. Jetzt drück deine Hände sanft gegen die Innenschenkel, weil die tendieren ganz gerne, dass sie nach innen fallen. Also schieb die Hände raus, jetzt bleiben wir ruhig. Die, was eine Pause brauchen, strecken die Arme durch, strecken auch die Beine. Die, was sich da unten wohlfühlen, bleiben. Also bitte, ich bleibe jetzt unten und die, was eine Pause brauchen, immer wieder nach oben kommen. Jetzt heben wir wieder unsere Fersen und senken. Dreimal noch heben, senken, zweimal heben, senken, letztes Mal heben, senken. Jetzt heben wir das rechte und das linke Bein, Rechtsarm dazu, Linksarm dazu. Rechtsarm dazu, Linksarm dazu und jetzt gehen wir alle zusammen wieder nach oben. Atme tief ein und in der Ausatmung begeben wir uns wieder in die Hocke. Jetzt stützen wir unsere Ellbogen auf der Innenseite vom Oberschenkel ab. Wir versuchen auch hier den Rücken möglichst gerade zu halten. Wenn das nicht geht, geh einfach ein bisschen weiter nach oben. Auch okay. Und wie gesagt, raus aus der Position, wenn es zu viel wird. Bleiben in der Position. Jetzt wird es aktiv.
Wir drücken leicht unsere Schenkel nach außen und gleichzeitig drücken unsere Schenkel gegen unsere Ellbogen. Hier bleiben wir 4 Atemzüge. Tief einatmen. In der Ausatmung kannst du diesen Druck etwas verstärken. Du spürst wahrscheinlich auch deine Hüftgelenke. Das ist okay so. Dann bring deine Hände, deine Fingerkuppen auf den Boden und versuch, so gut es geht, deine Beine zu strecken. Oberkörper darf nach vorne gehen. Und jetzt beug wieder deine Beine und jetzt versuch, den Rücken gerade zu machen. Wir spüren jetzt wirklich die hintere Faszienkette, auch die mediale Seite, die Innenseite der Schenkel. Und den Rücken, vor allem jetzt, darf die Faszienkette hinten entspannen. Und jetzt hält sie wieder gegen die Gravitation. Bleib in der Position, spür deine Schulterblätter, Kopf, Nasenspitze schaut nach unten. Atme. Atme immer noch. Und dann streck langsam deine Beine durch. Lass den Kopf hängen. Schüttel den Kopf aus. Und komm noch einmal in die Hocke. Richte den Oberkörper auf. Drück deine Hände wieder gegen die Oberschenkel. Schieb dein Brustbein nach oben. Bleib aber noch ein bisschen in der Tiefbeuge vom Oberkörper. Schlüsselbeine weit. Jetzt schieb die Ellbogen nach hinten zurück. Bleib hier. Du entlastest jetzt deine Hände und drückst dich von der hinteren Kette nach oben auf. Achtung, jetzt die Beine wirklich vorsichtig wieder zusammenbringen, indem wir Zehen zusammen, Fersen zusammen, Zehen zusammen, Fersen zusammen, bis wir wieder schön gerade dastehen. So, jetzt sind eure Hüften wahrscheinlich ganz gut aufgewärmt, gekräftigt rundherum, Hüftgelenk, auch die Beine. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das Video immer wieder macht, dann werdet ihr auch da gleich viel kräftiger, viel stabiler gleichzeitig. Kniebeugen und solche Sachen in der Position sind immens wichtig, sind ganz, ganz gute Übungen. Sie sollte man so lange wie möglich durchführen. Ich versuche auch meinen Vater mit seinen 85 Jahren doch zu motivieren. Papa, mach gescheite Kniebeugen. Ja, das haltet die fit für den Berg. Also da ist man nicht zu alt oder zu jung für solche Übungen. In der nächsten Einatmung nimm deine Arme hoch zur Decke. In der Ausatmung zentrier dich. Und jetzt mach mal 1-2 Rotationsbewegungen. In der Einatmung bring deine Arme hoch. In der Ausatmung beug etwas deine Beine und gleichzeitig dreh den Oberkörper nach rechts. Die Arme öffnen sich, ohne viel drüber nachzudenken. In der Einatmung zieh deine Arme hoch zur Decke, halte die Luft an, dreh dich auf die andere Seite und in der Ausatmung öffne wieder deine Arme. Das probieren wir jetzt ein paar Mal. Einatmung lang machen. Luft anhalten, auf die andere Seite drehen und Ausatmung beugen. Einatmung hoch, Luft anhalten, spür, wie die Rotationsbewegung wirklich schön aus deiner Brustwirbelsäule rauskommt. Brust-Lendenwirbelsäule, Übergang. Beine, Kniescheiben sollten bei der Beugung so gut es geht nach vorne schauen. Der Druck auf deinen Fußsohlen bleibt möglichst gleich. Gut, jetzt kommt was dazu. Wir drehen uns in der nächsten Ausatmung wieder nach rechts auf. Jetzt beugt sich der Oberkörper runter auf der rechten Seite. Jetzt streck in der Einatmung dein rechtes Bein durch, dein linkes Bein bleibt. In der Ausatmung beuge es wieder. Die linke Hand habe ich vorne auf dem Knöchel vom Außenknöchel vom rechten Fuß gelegt und die rechte Hand auf der Innenseite oder hinten Achillessehne. Ist nicht ganz so dramatisch, aber manche möchten sich gern in der Position ganz genau positionieren.
ihr es genau machen wollt, dann bitte einfach so ablegen. In der Ausatmung rechtes Bein beugen, Einatmung strecken, Ausatmung rechtes Bein beugen. Das linke Bein bleibt, wie gesagt, immer leicht gebeugt. Dann strecken wir beide Beine, lassen den Oberkörper vorne runterhängen, drehen den Oberkörper zurück ins Zentrum. Jetzt hängen wir es so richtig schön vorne runter. Lass jetzt wirklich die Gravitation für dich arbeiten. Der Nacken wird lang. Und jetzt atmen wir mal so ganz bewusst in den rechten Lungenflügel rein, in den linken Lungenflügel und dann in beide Lungenflügel nach hinten. Stütz deine Hände am Oberschenkel ab, Ellbogen nach außen gedreht und komm bitte nur bis zum Tisch. Das heißt, der Oberkörper schaut jetzt waagerecht zum Boden. Wir haben jetzt ziemlich viel Blut im Kopf. Jetzt musst du schön langsam wieder zurückfließen. Und es ist gut, wenn einmal viel Blut im Kopf ist. Gell? Also es tut nicht schaden, aber ihr müsst nur aufpassen, dass ihr dann anschließend nicht kollabiert. Jetzt mach hier tiefe Atemzüge. Spür die Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur. Und in der nächsten Einatmung komm nach oben, drück dich vom Boden weg und leg in der Ausatmung beide Hände auf deine Schädeldecke. Lass dir jetzt ein paar Atemzüge dort ruhen, das stabilisiert deinen Kreislauf und erdet dich auch wieder. Dann geht es weiter. In der nächsten Einatmung streck deine Arme hoch zur Decke. In der Ausatmung dreh dich auf die linke Seite. Geh weiter in der Ausatmung in die Vorwärtsbeuge. Jetzt bleibt das rechte Bein gebeugt. Die rechte Hand geht vorne auf den linken Knöchel. Die linke Hand bleibt hinten. Schau, dass der Kopf entspannt ist. In der Einatmung streckt das linke Bein so gut, wie es geht. Also wirklich, es soll sich gut anfühlen. Ausatmung wieder beugen. Einatmung streckt, so weit es geht. Und Ausatmung beugen. Aber versuch wirklich mit der Atmung, mit der Einatmung in die Dehnung zu kommen und mit der Ausatmung wieder etwas rauszugehen. Achte immer wieder darauf, dass der Kopf wirklich ganz entspannt nach unten hängt und die Atmung optimal dazu fließt. In der nächsten Ausatmung beug wieder beide Beine, dreh den Oberkörper zurück ins Zentrum, lass hier noch einmal die Gravitation für dich arbeiten. Wir richten uns jetzt aber nicht mehr auf, sondern wir wandern mit unseren Händen etwas nach vorne. Und unsere Beine gehen nach hinten zurück und wir lassen die Knie in die Matte sinken. Und wir setzen uns kurz hin. Ich würde euch jetzt empfehlen, wer noch die Zeit und die Muße hat, sich in die Rückenlage zu bewegen, sich dort sogenannte Entspannungsposition zu begeben, die Beine zur Brust zu ziehen. In diesem Sinne, schöne Nachentspannung wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.